Ich bin sicher ein Teamplayer, weil ich denke, also allein schafft man es nicht. Man braucht immer Mehrheiten. Man muss sich organisieren. Man muss genug Leute finden, die eine Idee mittragen. Ja, weil ich habe nur eine Stimme und das lenkt niemanden an. Kultur ist extrem wichtig, weil Kultur verbindet Menschen, egal nach Einkommen, egal nach Nationalität. Kultur ist das Leben. Und das hat, da kann man anknüpfen und sicher auch Barrieren abbauen. Kultur ist ein Wirtschaftsfaktor. Also wenn es um Sparmaßnahmen geht und um Abbau, dann ist immer Kultur das Erste, was man macht. Und ich denke, wir sind hier auf dieser Erde zum Wohnen, zum Arbeiten, aber vor allem auch zum Leben. Also die Betreuung ist ja vor allem dort drin, dass das Geld nicht mehr einfach so locker rum ist und dass wir jetzt aufgrund von der Unternehmenssteuerreform 3 massive Einsparungen werden müssen machen, was irgendwo klar ist. Und dort geht es ja dann darum, wo tut man sparen. Und einmal klar ist jetzt mit der bürgerlichen Mehrheit in Bern, dass sicher beim Militär nicht gespart wird, dass vor allem bei der Bildung gespart wird, dass bei der Innovation gespart wird, dass bei der Kultur gespart wird. Aber ich denke, grundsätzlich geht es ja einfach darum, dass wir vor allem den dritten Sitz holen, dass der zu links gehört und nicht zu den Bürgerlichen. Bei den Bürgerlichen bleibt einfach das aufgrund von der Abstimmungen, die jetzt anstehen, von den Themen, die anstehen. Das ist sehr wichtig.